Sie wollen lesen und schreiben lernen und haben das Ziel, dadurch durch neu erworbene Kompetenzen eventuell einen Schulabschluss nachmachen zu können, um dann wieder ins Arbeitsleben einsteigen zu können. Alle haben das Ziel, an ihrem Leben etwas verändern zu wollen, und sie haben verstanden, dass dazu eben Schreib- und Lesekompetenzen fundamental sind. Ich war fasziniert, wie viele Vorschläge, wie viele gute Ideen, wie viel Elan in diesem Material und in den Hinweisen steckt. Also es gibt sehr viel Zusatzmaterial für Gruppenarbeit, für Tandemarbeit, für Spiele, und das ist alles vorhanden. Man muss es entdecken. Also dann für das Tandemlesen bitte ich euch, dass ihr euch umsetzt, dass die Tandempartner zusammensitzen, dass eine Person den Text halblaut vorliest, die andere Person liest mit und korrigiert oder hilft. Und ihr wisst ja, na, man muss viermal lesen einen Text, damit auch der Wortschatz und den Sichtwortschatz reingeht, und vor allem für die Flüssigkeit. Unser Ziel ist ja Flüssigkeit. Tims erster Tag in der Küche. Hallo Tim, schön, dass du da bist. Es gibt heute Bratkartoffeln mit Spiegelei und Salat. Als ich mit dem Lautlesen, mit dem gemeinsamen Lautlesen begonnen habe, gab es relativ viele Widerstände. Es war anstrengend. Sie haben sich vielleicht auch ein bisschen geschämt vor dem anderen, weil sie es nicht so gut konnten. Und inzwischen ist das so normal und gehört einfach zum Lesenunterricht dazu. Also es ist ein ganz fester Bestandteil. Und sie wissen, wie es funktioniert. Sie machen es sofort und sie merken selbst, wie stark sie davon profitieren, weil es wirklich kurz danach ist, wird deutlich, dass sie schneller geworden sind. Und sie merken das, und das ist toll. Also hier habt ihr eine Tabelle, und es geht darum, dass wir jetzt zusammen eine Regel erarbeiten. Und Regeln sind nicht nur dazu da, dass man sie befolgt streng, sondern sie helfen uns bei der Rechtschreibung. Also Beispiel, mein Wort heißt Land. Ich höre ein T, aber ich schreibe ein D. Wegen Länder. Genau. Wegen Länder. So, nächstes Beispiel. Das Erarbeiten von Regeln im Schreibunterricht biete ich allen eine Hilfe an, und das habe ich gemerkt. Das Deutsche ist ja doch relativ regelgeleitet, und davon kann viel abgeleitet werden. Und sobald eine Regel vermittelt ist, und zwar einfach und verständlich, bietet das jedem eine große Hilfe, und das merke ich eigentlich jeden Tag. Mich als Kursleiterin entlastet die Arbeit mit den Arbeitsblättern, die VVO zur Verfügung stellt, total. Es ist eine klare Progression vorgegeben. Ich weiß, wenn ich mit Anfängern arbeite, habe ich die und die Materialien zur Verfügung. Ich muss nicht aus mir selbst schöpfen, sondern es bietet total viel an. Es ist bequem, es ist fundiert, es hat Hand und Fuß. Das ist super.